Hallo und herzlich willkommen auf unserem Gemüsebalkon. Heute möchte ich euch zeigen, wie man Porree erntet. Den Porree habe ich im Frühjahr angezogen und er ist mittlerweile so weit gewachsen, dass ich sagen würde, jetzt können wir ihn ernten. Den richtigen Erntezeitpunkt mache ich daran fest, dass wir beim Stiel hier ungefähr einen Durchmesser von knapp 3 cm, 4 cm haben und das würde mir jetzt reichen. Ich habe diesen Porree in Furchen gepflanzt, die Furchen immer wieder angehäufelt, wenn er ein bisschen gewachsen ist, mit dem Ziel, dass dieses Weiße hier unten beim Porree möglichst viel ausgeprägt ist. Das heißt, ich hoffe, dass hier jetzt ungefähr nochmal 10 cm von dem Weißen auftauchen werden. Wenn ich den gleich rausziehe, das Ernten ist dann eigentlich leicht, also der ist in der Wurzel ist mit Wurzeln verankert und naja, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Vielleicht doch noch ein bisschen klein, aber wir haben jetzt eigentlich hier so den Porree rausgezupft, ganz einfach. Und mehr ist das dann auch nicht beim Ernten von Porree. Also einfach rausziehen, wenn er den richtigen Durchmesser erreicht hat. Und dann hat man hier so eine schöne Porree-Pflanze. Ja, ich hoffe, damit habe ich euch gezeigt, wie man so ein Porree erntet. Und wenn ihr dazu Fragen habt, einfach kommentieren. Like das Video, folgt meinem Kanal. Ich freue mich drauf. Vielen Dank.